Willkommen zu einer weiteren Folge Sugar Shack und zu einer entspannten Runde Sugar Shack vor allen Dingen. Ich werde jetzt ein paar Bäume fällen. Ich glaube, das habe ich aber auch sogar schon. Ihr seht, ich habe da hinten meinen Holzvorrat ziemlich aufgestockt. Das habe ich draußen auch gemacht bei dem Ahorn-Sirup. Also hier nicht, da macht es ja gar keinen Sinn. Aber hier vorne habe ich ganz viel Holz aufgefüllt, also Brennholz aufgefüllt, damit das immer in Gange ist. Das Teil kann übrigens nur 10 Flaschen gleichzeitig herstellen, dann stoppt er automatisch. Egal, ob da Brennstoff drin ist oder nicht, dann stoppt er halt die Produktion. So, ich werde jetzt erstmal gießen. Erstmal schön das ganze Gelumpe hier schön gießen. Und dann werde ich mal schauen, dass ich die restlichen Bäume fälle und daraus Bretter mache. Und so viel wie möglich... erstmal Wasser hole. So viel wie möglich... Der Schadstellen im Haus ausbessern. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Dann muss ich erstmal Geld verdienen. Und dann, können wir neue Rezepte kaufen. So, aber jetzt muss ich einmal die Bäumchen. Das Dumme ist, ich kann ja auch nur diese Bäume. Also da bin ich mal gespannt, wann ich meine neue Axt bekomme. Warte mal, ich klopfe lieber von der Seite. Damit das Holz nicht. Genau. Das fällt nämlich sonst runter. Ich glaube, das spawnt dann irgendwann wieder oben, aber es dauert ein Momentchen. So, pack das mal in die Kiste rein. Mal ein bisschen drehen. So. Komm mal her. Genau, dann nehmen wir mal mit. Und gehen wir mal mit unserer Kiste weiter. Ich werde auch bald eine zweite Kiste herstellen. Ich glaube, das macht Sinn. Dann kannst du in die eine Kiste immer Sachen, Essenssachen. Ja, guck mal, das Ding geht nämlich nicht. Essenssachen reinpacken. Und in die andere halt eben Holz, Steine, Äste und so ein Kram halt, ne? Ich glaube, das macht Sinn. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Da sind wir ja noch gar nicht. Immer Stück für Stück. Das Spiel ist eigentlich, denke ich mal, für den Multiplayer ausgelegt. Also, da kommst du halt natürlich schneller voran. Das kannst du auch im Multiplayer spielen. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Wir haben noch Zeit. So, rein mit den ganzen Gelumpe. Wir müssen die Läden auch gleich aufmachen. Achso, warte mal, ich will ja Bretter machen. aber ich kann erstmal schauen, wie viele Bretter brauche ich überhaupt. Ich muss ja jetzt nicht alles unbedingt umwandeln, weil da habe ich halt nur Bretter. Es gibt bei manchen auch, da brauche ich dunkle Bretter und ich weiß noch nicht, wie ich an die komme. Ich denke mal, an dieses dunkle Holz komme ich, wenn ich das hier wegmache oder die Bäume wegkloppe, die noch nicht wegkloppen kann. Und dafür brauche ich eine neue Axt. So, wollen wir mal gucken. Also hier brauche ich ein dunkles Brett, das bringt nichts. Hier auch. Da geht's. Da brauche ich 4. Da habe ich die Spitzhacke noch nicht. 4. Oh Mann, das sind alles mit dunkle Bretter. 4, 8. 8, 10. Also 10 Stück. Ich glaube, so viel kriege ich auch gar nicht. Und oben wahrscheinlich auch noch. 10 Stück. Was habe ich gesagt? 10 Stück. 14, 17. Also wenn ich könnte, könnte ich 17 Stück machen. Die könnte ich gut gebrauchen. Aber so viele werden es gar nicht werden. Dann machen wir so viel wie geht. Was machen die denn alle? Sind die alle bei den Hühnern? Okay. Die fütter ich jetzt auch erstmal nicht. Weil ich kriege so viel Eier. Ich kann die noch gar nicht verarbeiten, weil ich die Rezepte dafür gar nicht habe. Und für neue Rezepte muss ich Geld verdienen. Dann hat der Flügel dran. Hast du... Ah, hier sind die Haare. Ich dachte, ja, what? Ach, heute ist Samstag. Guck mal, da macht die gar nicht auf. Ist ja lustig. Dann... Warte mal. Ja, alle rein. Genau. Und dann machen wir doch mal schön lecker Bretter. So, 16 Stück habe ich gesagt. 2, 4... 6, muss ich immer reinpacken, weil sonst geht das nicht mehr. Na, da haben wir das zumindest schon mal zu. Das ist schon mal gut. So, 6. Achso, das Rezept bleibt ja. 8. 10. So, 12, 14, oh nee, ne? 16, mir fehlt ein Brett. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst, Spiel. Ein Brett fehlt, damit ich das hier fertig kriege. Halt, muss es auch mitnehmen, sonst wird das nichts. Ah ja, gut, was willst du machen? Da kann man machen nichts. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Baum, Wir schauen mal, die ich noch umkloppen kann. Hier noch irgendwo ein Bäumchen. Das ist da hinten. Wie geil ist das denn bitte? Ach, im Übrigen liegen ja Äste. Wieso? Pack die doch mal rein. Und Milch habe ich auch noch. So, dann muss ich die aber von der richtigen Seite kloppen. Sonst wird das nämlich nichts. So, Fall bitte sehr günstig. Ah, weg ist er. Aber mir reicht ja der eine. Ich glaube, das Ding spawnt immer wieder oben.
Halt, es soll bleiben. Das brauche ich. So. Schön, haben wir ein Brett über. Wunderbar. Da muss ich später nochmal gucken. Hier wird der Holzscheit, der wird hier noch erscheinen. Jo, dann kriegen wir zumindest alle Löcher zu, die wir zukriegen können. Ich muss auch unbedingt mal gucken, wie kann ich Eisen schmelzen? Oder Kupfer oder was auch immer das ist. Ja Leute, stellt euch jetzt nicht hier alle auf die Brücke. Dann ist wieder besetzt und ich komme nicht durch. Das ist schlecht. Da wird es auch mal einen Bauplan geben. Sie hat auf. Hier gibt es heute Karottensamen, Bohnensamen. Wurst müsste ich ein bisschen kaufen. Ich habe aber... Und ein neues Rezept. Blaubeermuffin. Blaubeermuffin. Ja, ich habe kein Geld. Okay, gut, die Blaubeermuffin könnte ich kaufen, aber ich habe das ganze Zeug gar nicht. Ich werde gleich nochmal aufmachen. Ein bisschen Geld verdienen. Dass wir schon was kaufen können. Aber jetzt wollte ich erstmal alle Löcher dicht machen. So, hier nicht. Da steckst es nicht rein. Hier steckst es nicht rein. Da kann es rein. Na, ich kann das auch schon in die anderen reinstecken, aber da bringt das ja nichts, weil ich kann es nicht zumachen. Da kann es rein. Da, oh, da auch. Mensch, das kriege ich ja komplett nicht. Das ist ja geil. Das ist ja richtig gut. So, dann habe ich noch 8 Bretter und die brauche ich für oben. Und eins müsste überbleiben, wenn ich das richtig gerechnet habe. Jo. Jawohl. Puh, Glück gehabt. Das kann ich. Okay, dann machen wir die alle fertig. Sehr gut. Weil dann könnte ich nämlich diese ganzen Essenskissen vielleicht hier hinten hinstellen. Ich muss mal schauen, ich weiß auch nicht. Ich werde die Küche auch mal umbauen. Ob ich das jetzt mache, ob das jetzt schon Sinn macht, weiß ich noch nicht. Oh, sehr gut, dann machen wir das schon mal dicht. Bam. Ach, das auch. Ja, richtig gut. Ach, sehr schön. Das ist gut. So, ich glaube, hier ging nichts. Da ging nichts, aber oben war noch was. Zwei Sachen. Dann machen wir das weg. So, kommt man hier nicht rein. Ach, hier ist ja auch noch was. Oh, da hätte ich noch 4 Bretter. Ah, 8 Bretter bräuchte ich nochmal. Also 7. Eins habe ich ja noch. Und das machen wir noch weg. So, sehr schön. So, dann machen wir den Laden nochmal ganz kurz auf. Ich werde mal kurz gucken. Speisekarte. Nö, das ist alles noch. Begehrt, das wollen die alle noch haben. Ja, mal gucken, ob es sich noch lohnt. 15 oder 25. Also wenn die jetzt auf der Schnelle noch was bestellen, ja gut, sehr gut. Baggy Beans, das geht auch relativ flott. Dann machen wir das noch einmal fertig. Zack und zack. So, gleich mal Holz nachpacken, damit es schön schnell geht. So ein Apfelsaft vielleicht noch. Kann ich euch noch einen Apfelsaft anbieten? Den will ich auf die Schnelle noch fertig kriegen. Ja, dann war es das auch. Also das, weil um 18 Uhr ist ja eh schon wieder Schluss. Das wird sonst zu knapp. Die bestellen vielleicht noch was zu trinken jetzt. Ach komm, mach ich. Mach ich auf Verdacht fertig. Die wollen garantiert was trinken. Na, dann können wir nämlich gleich da hin und zack und hier und fertig. So schnell wurde noch nie was serviert hier. So, der Apfelsaft wäre jetzt fertig. Wenn gewünscht, könnte ich den servieren. Na gut, das ist das Einzige, was ich jetzt hier heute verdiene. Naja, naja. So, Holz habe ich erstmal genug. Schön, das kann ich ja mal für andere Sachen verwenden. Jawohl, der Apfelsaft. Den kriegt ihr schon mal. Bitteschön. Und Baggy Beans kommen auch. Richtig gut. Zack. Yes. Ja, lasst euch das mal schmecken. Eigentlich könnt ihr das rausschmeißen, oder? 17 Uhr? Ja, die schaffen eh nichts mehr. Bezahlt ist ja. Achso, die gehen dann raus, wenn sie fertig sind. Ja, wird jetzt ein bisschen frisch, ne? Ist aber nicht schlimm. Ja, ist die Frage, stelle ich die ganzen Sachen um? Vielleicht diese ganzen Kisten, wenn man die in der Mitte hier so einmal lang reiht. Die Spüle, also eine Einheit, die könnte man da hinstellen. Das heißt, immer wenn ich das Essen nehme, gehe ich hier vorbei, hole mir den Teller und dann geht's weiter. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Und das könnte ja zusammen mit der Presse irgendwie hier oben hin. Kann man den umstellen? Den kann man auch umstellen, ja. Der würde das wegkommen. Ja, diese Dinger hier brauche ich eigentlich erstmal gar nicht. Die könnten weg. Dann könnte dafür dann, ja, mal gucken. So, Teller sauber machen. Naja, 105 Münzen. Ist nicht viel, aber immerhin. Ein bisschen Wurst würde ich ganz gerne noch kaufen. Ein wenig Wurst. Wenn ich noch Wurst kriege. Ah, hier gar keinen Platz mehr für Wurst. Ich habe für Milch auch keinen Platz mehr. Ich brauche eine neue Kiste.
Weil ich kriege die Milch gar nicht unter. Wenn ich jetzt mal was hab mit Milch, dann, ja, oder ich müsste umdisponieren halt, ne? Lass uns doch mal schauen. Ich werde mal die Spitzhacke in die Hand nehmen, mal gucken. Kann ich... Ja, pack's rein. Doch, ich kann das auch weghauen. Ne, das Ding nicht. Das ist gesetzt. Ach, kannst du die voll gar nicht? Oh ne. Muss ich die erst leer machen? Das ist ja schade. Puh, da musst du die alle leer machen, um die umzustellen. Aber der Aufwand ist mir jetzt auch zu hoch. Ich gehe ins Bett jetzt so. Ich gehe jetzt in die Kiste. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das mache. So, ab in die Haie. Ob ich das in der Aufnahme mache, weiß ich nicht. Das ist eine ganz schöne Fleißarbeit. Am besten brauchst du schon eine zweite Kiste für. Dann müsste ich meine jetzt irgendwie leer machen und dann ist es ein bisschen schwierig. So, wir haben Sonntag. Sonntag passiert hier bestimmt gar nichts. Gäste kommen bestimmt. Ich schaue mal nach einer zweiten Kiste. Ich schaue mal, was ich für die brauche. Ob ich die schon herstellen kann. Das wäre natürlich sehr gut. Was kriege ich hier nicht raus? Wahrscheinlich nur Äste, ne? Ja, 100 pro. Oder gar nichts. Ja. Ja, die geht nicht. Ach Mann. Ach Mann. Ja, das ist alles... Das Werkzeug ist zu schlecht für. Da ist mein Werkzeug zu schlecht für. Warte mal. Warte mal. Okay. Das ist aber auch nur das normale Holz, okay. Packen wir mal hier rein. Kommt doch nicht wieder, ne? Ich dachte, der Teil kommt wieder. Schade. So, was brauche ich für die Kiste? Ja, mach mal Bretter. Ich brauche da gar keine. Egal. Da brauchst du 10 Äste und 3x Ahorn. Sirup. Okay, 10 Äste, das kriegen wir hin. Zehn Äste, dreimal Ahornsirup. Na, schauen wir mal. Äste habe ich schon. Ahornsirup müsste ich mal irgendwie... Ja, warte mal. Die Frage ist, wie geht das überhaupt? Dass ich jetzt sage... So, das will ich... Nee. Den Eimer nicht. Die Kiste. Weil ich muss doch... Ja, warte mal. Nein, aber wechseln. Aber wir warten dann nochmal. So, einmal drehen das Ganze. Ich will nicht das, nicht die Bretter. Nein. Jetzt habe ich das vergessen, wie das geht. Ja, schmeißen kannst du, das weiß ich. Du sollst einmal die Zutaten wechseln. Ja, ja, nee, nee. Ach so. Einmal rein. Ja, das ist ja okay. Aber ich kann ja nicht noch die Dings reinschmeißen. Das ist immer ein Problem. Ich kriege ja nicht noch ihr wisst schon. Den Ahornsirup mit rein, weil eigentlich geht doch nur eine Sache rein, oder? Kriegt man da gar nichts raus aus den Büschen? Ist das Zufall? Okay. Na gut. Ach, lass mich raten. An den Büschen wächst bestimmt irgendwas. Und ich klopp die weg. Gut, dann müssen wir mal schauen, dass wir die Tannen wegmachen, weil da kriege ich Zweige. Ich glaube auch nicht immer, oder? Sind da immer Zweige dran? Na, wir schauen. Drei fehlt noch. Nee, guck mal, manchmal kriegst du nämlich Holz. Ja, das brauche ich ja gar nicht. Das will ich jetzt gar nicht haben. Ich will Äste haben. Ach, Mann. Ist es denn die Möglichkeit? So, da ist so eine Tanne. Zack, schmeiß weg. Oh Mann, das Spiel mag mich nicht. Das Spiel mag mich nicht. So, guck mal jetzt hier. Der wird doch jetzt mal irgendwo ein Asper rauskommen. Na also. Kann natürlich auch sein, wenn ich die kleinen Bäume wegmache, ne? Dass ich dann... 100 pro. Kann ich die? Ja. Dass es dann Äste gibt. Okay.
Gut, dann haben wir schon mal genug Äste. Das ist natürlich schön, aber die Frage ist, kriege ich da in die Kiste mehr Sachen rein? Ich muss ja alles reinpacken, was ich brauche. Und eigentlich war ich immer der Meinung, da geht nur eine Sache rein, so eine Kiste. Na, wir lassen uns überraschen. Also, wir packen jetzt erstmal 10 Äste rein. Ja. Da kann der dann einfach schon mal anfangen. Nee, kann er nicht. Warte mal. Dann schmeiße ich hier mal einen Ast raus. Hol mir dreimal Ahornsirup. Zack. Einmal aufmachen, bitte. So. Wieder zumachen und einmal Ahornsirup holen. Einmal. Weizen könnte auch fertig sein. Den müsst ihr mal wegpflücken. Ich habe genau 3. Das ist ja super. Halt. Und sollte auch gleich mal wieder anheizen, das Ganze. Immer schön anmachen. Immer schön anmachen. Ah, weil das brauchst du für jeden Kram hier. Alles, alles braucht Ahornsirup. Egal, was es ist. Alles will Ahornsirup haben. So. Okay. Dreimal Ahornsirup. Das müsste dann irgendwie da. Also, sonst weiß ich nicht, dann hätte ich keine Idee, wie ich das kriegen soll. Ja, heute ist wirklich gar nichts los, ne? Sonntag ist hier. Daddeldu. Gut, den Laden könnte ich aufmachen, ja. Würde ich Geld verdienen, aber. Ich will die Kiste fertig haben. Ich will. So, mal gucken. Kriegen wir das da noch rein? Ja, geht ja gar nicht rein. Hä? Wie soll das gehen? Achso, das reicht, weil das in der Nähe ist hier. Okay. Sehr schön, eine zweite Kiste. Okay, dann lass uns das so machen. Das ist jetzt hier die Handwerkerkiste. So, das andere ist die Kiste für Essen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Noch aufmachen eben? Ja, komm, machen wir eben noch auf. So, schmeißen wir die Kiste hier mal hin. Ich mache noch eben auch ein bisschen Geld verdienen. Kann nicht schaden, dass wir vielleicht ein bisschen was kaufen können morgen. Immer alles ein bisschen. So, einmal schön aufmachen. Erstmal gucken. Ja, komischerweise, seit ein paar Tagen sind immer dieselben Sachen gut, ne? Also, was sie gerne mögen. So, hereinspaziert, Leute. Na klar, das kriegst du. Karamell. Ne, kriegst du nicht. Karamell-Toffee. Die Milch. Schnell die andere Kiste holen. Um Gottes Willen. Und ich habe nur noch dreimal Milch. Ich habe 5-mal gekauft, glaube ich, oder? Ja, 5-mal. Ich verliere gerade mega Zeit. Hallo, nimm das mit. Na mal. So machen, so mitnehmen. Ich brauche definitiv mehr Kisten für die ganzen Zutaten. Es gibt doch Abzüge in der B-Note, ne? Weil die Kunden jetzt ganz schön lange warten müssen. So, mal auf die Kiste. Ja, hallo? Ja, rausnehmen. Mischen. Ich weiß nicht, ob das noch klappt jetzt. Hallo, rausnehmen. Karamell reinpacken, los geht's. Feuer nahelegen. Ja. Ich hab nur einen Ofen, Leute. Ich hab nur einen Ofen, wa? Habt ihr was kaputt gemacht hier? Ja, klar. Oh, warte mal. Ja, mit dem Karamell wird schwierig jetzt, Leute. Ich hoffe mal, das klappt noch. Ich hoffe mal, das klappt noch. Wenn nicht, das gibt bestimmt richtig Abzüge in der B-Note. Und viele Punkte gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber es geht langsam voran. Das werde ich noch schaffen. Ich würde das auch gerne wegmachen. Aber es geht nicht. Oh, jetzt machen die schon wieder da Dreck. Die randalieren ja jetzt, weil sie so lange warten müssen. Oh. Ja, bessere Werkzeuge. Das wäre richtig gut. Die hätte ich jetzt ganz gerne. So, schnell kommen. Zack. Teller, boff. So, dann kriegt ihr Baggy Beans. Hilfe. Hängen geblieben. So, Baggy Beans. Bam, bam, bam. Mach an das Ding. Apfelsaft, das ist eine gute Sache. Finde ich auch, ein bisschen was zu trinken. Das kann nicht schaden halt. Und ich muss gucken, wie eine Uhrzeit, ne? Das ist auch das Letzte, was ich hier serviere. Ich glaube, das ist auch das Letzte, was sie bestellen. Mehr wird da heute nicht kommen. So, komm, quetsch. So, hier, Apfelsaft. Sehr schön. Und, ja, dann kriegt ihr noch die Baggy Beans und dann ist auch schon Daddeldu, ne? 17 Uhr haben wir gleich.
18 Uhr machen die sich auf. Oder? Ja, 18 Uhr. Okay. Ich dachte gerade, war das doch 17 Uhr? So, habt ihr schon mal aufgemampft? Nee, habt ihr noch nicht. Warte mal. Ja, eine Zwiebel raus und nicht reinwerfen. Das hat keinen Effekt. Aber je mehr Feuer da ist, umso schneller geht das. Sehr schön. Halt, muss das mitnehmen, Junge. So, ja, genau. Mach nochmal Ordnung hier. Natürlich. So, machen wir mal hier das Lichtchen aus. Feierabend. Schön die Rausschmeißer-Dings hier. Methode. Na, mach das Feuer aus, die wird kalt. Und dann wollen die schnell nach Hause. So. Ich mache erstmal einen Abwasch. Kunden haben schnabuliert. Ich habe wieder 222 Münzen, das ist schon gar nicht schlecht. Dann gehe ich gleich mal ins Bettchen und wollte ich noch was machen? Ja, Holz einsammeln. Ah, das kann ich auch morgen früh. Das kann ich auch morgen früh. Morgen ist Montag. Jawohl, da gibt es wieder was zum Kaufen. Wenn ich dann Geld habe, war? Oh, Geld habe ich ja. Ah, ich müsste auch einen neuen Ofen. Wäre auch gut. Aber dazu bräuchte ich erstmal... Ich müsste erstmal, ja. Ich bräuchte erstmal... Na, ihr wisst schon, ne? Ich brauche irgendwie eine Schmelze. Ich muss aus den Erzen ja irgendwie... Oder ist das schon fertig? Nee, das ist ja nur... Das sind dann Erze, die rauskommen. Ich hab... So, mal gucken. Ja, genau. Und aus denen müsste ich dann ja... Wo habe ich denn meine Kiste gelassen? Aus denen müsste ich dann erstmal die Barre machen. Jo. Aber wie? How to? I don't know. So. Schleife mal meine Kiste hier mal rum. Ich muss ernten. Ich glaube, ich muss ernten. Na, mal den Weizen mit. Ja, Platz habe ich. Klappe zu. Ja, so. Und schleppe ich die Milch hier rum. Ich brauche einfach Platz. Eck braucht Platz. So, das sieht schon fertig aus. Ja, hätte ich gestern schon machen können. Aber da war keine Zeit. Schön, dann können wir was Neues anbauen. Tomaten wären gut. Tomatenquatsch. Na, wie heißt das? Gelumpe. Zwiebeln. Zwiebeln würde ich gerne anbauen. Das wäre richtig schön. Aber. Und mehr Kisten. Viel, 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 viel mehr Kisten. So. Das Feuer läuft, das Feuer läuft. Ah, ich habe den Eimer nicht rangehängt. Ich habe den Eimer nicht am Baum gehängt. So kann das keinen Saft geben. Ja, ja. So, jetzt aber. So, gut. Ich könnte noch ein paar Pilze einsammeln. Genau. Aber jetzt kommen auch gleich die Kunden. Und dann will ich nochmal kurz gucken, was Sache ist. Aber ich könnte auch vorher das... Genau, den Weizen hier mal reinpacken. Ja, dann, wie gesagt, Hühnereier, das mache ich später. Also ich kann jetzt... Ja, ich hätte, guck mal, es sind schon 6 Eier. Wenn ich jetzt zu fressen gebe, dann sind es nochmal Eier. Und ich kann die ja gar nicht lagern. Ich brauche Kisten, 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 Kisten. So, gleich geht das los hier. Ach, sie gibt es schon zu kaufen. Okay, ja, seht Eier, sehr witzig. Brauche ich nicht. Oh, Zwiebeln. Zwiebeln ist gut. Dann will ich mal gucken, was er hier oben für Rezepte hat. Genau, und die Kunden kommen. Was hat er denn heute? Oh, was ist das da? Bauplan Lagerfeuer, Bauplan Verdampfer. Okay, was mache ich mit Verdampfer? Bauplan Lagerfeuer. Hm, was soll ich denn mit dem Lagerfeuer? Okay, ein Verdampfer. Deine Beschreibung ganz gut. Und hier habe ich halt kein Werkzeug, wo ich sage, okay. Also das, ja, das könnte ich mal herstellen. Nee, den könnte ich mal herstellen. Aber dafür brauche ich Barren. Und die kriege ich noch nicht. Ja, zweiter Ofen wäre gut. Den könnte ich echt gut gebrauchen. Backofen auch, ja, aber erstmal einen zweiten Ofen, damit ich zwei Sachen gleichzeitig machen kann. So wie eben, ne? Da wollten die auf einmal zwei Sachen auf einmal, ja. Dann ging nichts mehr. So, ich kaufe mal die Zwiebeln. Ich kaufe mal Zwiebeln. Ich glaube, es sind 8 Felder da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So.
Dann haben wir die schon mal. Morgen gibt es die vielleicht nicht mehr. Und dann gehen wir mal rein, machen mal Laden auf, ne? Ja, mal schauen, was ist gerade Phase? Ah, guck mal, beim Gericht, da ist was anderes gerade. Naja, geht aber. Ich könnte auch mal Karottensaft machen. Und hier ist gerade Apfelkuchen. Ich hab kein Mehl. Habe ich Mehl? Ne, ich habe kein Mehl. Ist schade. Ist schade. Habe ich Mehl? Ne. Aber Karotten habe ich. Ja, machen wir das so. Habe ich jetzt... Ja, Zwiebeln habe ich nur zwei. Ja gut, die werden ja nicht... Die werden ja nicht zweimal irgendwie ein Mittagessen bestellen hier. So, da kommen sie. Die hungrigen Mäuler. Bin ich gespannt. Okay, es wird bestellt. Der Klassiker. Achso, die Milch habe ich noch draußen. Ich hole die mal eben rein, ne? Und da kommen sie alle. Schnell, schnell. Oh Gott, oh Gott. Mach auf. Jetzt muss ich mal hier. Wie war das nochmal mit den Wechseln? Achso. Okay, ich brauche die Milch, ja. Rühren, 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 rühren. Achso. Genau, machen wir das an. Schon anfeuern, sehr gut. So, wie wär's mit Rübensaft, hätte ich bald gesagt. Ja, Rübensaft. Karottensaft, so heißt das Zeug. Nee, wartet lieber ein bisschen. Ja gut, dann wartet mal lieber ein bisschen. Obwohl, das Ding... Könnte ich, glaube ich, schon herstellen, oder? Ich glaube, ich habe das verwechselt eben. Vielleicht ist das andere auch zum Schmelzen? Nee, macht keinen Sinn. Eigentlich. Nee, macht ja auch keinen Sinn, wenn du... Ja, okay, das kann ich noch nicht machen. Aber doch, ich kann schon mal schnibbeln. Ach nee, muss ich ja da. Klick, klack, 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 klack. So, dann packen wir das schon mal beiseite. Schneiden die Zwiebel. Muss ja alles schneiden. Wahnsinn. Das muss aber ein bisschen mehr Geld bringen hier. Und die Wurst soll auch geschnitten werden. Wo ist denn die Wurst? Da ist die Wurst. So, das Essen ist fertig. Schnell, bevor es verbrennt. Okay, dann mit dem Teller machen, ja, ne? Ja. Okay, da habt ihr schon mal das. Und den Rest, der geht gleich los. Alles in den Topf rein. Alles schon mal vorbereitet hier. Sehr schön. Da auch. Und ab geht er. Das dürfte ein bisschen mehr Geld bringen, ne? Weil da sind ja schon drei Zutaten drin, ne? Das muss ja, das, da möchte ich aber schon ein bisschen mehr Geld sehen jetzt hier. So. Was darf sein? Ja klar, Mohrrübensaft, ja. Rübensaft gibt's. Den mache ich aber fertig. Lalalala. Weiß ich, wie man aus einer Mohrrübe ein Glas Rübensaft kriegt, aber ich krieg das hin. So, hier. Bitteschön. So, gleich ist mein Essen fertig. Holen wir schon mal einen Teller. Halt, holen wir schon mal einen Teller, habe ich gesagt. So. Bitteschön. 78 Münzen. Oh, ist ganz okay. Guck mal, dann haben wir 311. Ist schon gar nicht schlecht. Kann ich schon was abheben? Abheben, ja. Kann ich schon was wegnehmen? Wir heben ab. Ob die noch was bestellen? Ja, bestimmt. Bestellt man noch was? Na los, na los. Brauch Geld. Ich brauch Geld. Ich brauch viel Geld. Ich warte jetzt darauf, dass ein Teller leer wird. Ja. Und dann werden die gleich was bestellen. Gut. So, wie ist mit Bestellen hier? Komm, mach. Mach. Los. Ich brauche Geld, Leute. Dann können wir schon mal nachheizen. Am besten nochmal das Gericht hier mit den drei Sachen. Das ist ganz gut. Man bringt ein bisschen mehr. Gut, dauert auch länger, ne? Irgendwie nicht. Irgendwie sind die gerade ziemlich zufrieden. 15:40, also wie gesagt, 16 Uhr ist so meine magische Grenze, ne? Wo ich sage, okay, da fange ich noch an. Und danach ist dann Schluss. Weil dann schaffst du das nicht mehr, fertig zu kriegen. Ja, wird's noch irgendwas? Auf die Schnelle noch was Einfaches? Nee, irgendwie nicht. Ja, komm, Leute, machen wir Feier. Ist das euer Ernst? Wollen die das jetzt echt noch haben? Oh, da, wollen die das noch haben? Ah, die Bestellung ist da, ne? Oh, dann machen wir das noch. Dann machen wir das noch. Das ist auch ganz gut. Ist schnell gemacht.
Kriegt ihr noch. Aber die werden jetzt, glaube ich, nichts mehr Neues bestellen, ne? Nicht, dass hier noch Möhrensaft plötzlich gefordert wird. Habt ihr eigentlich irgendwas fertig hier? Ja, guck mal, kann ich schon mal abheben. Ich sag mal abheben, ne? Abdingsen hier, wie heißt das? Abdecken. So, jetzt haben wir's. Da wird abgedeckt. So, sehr schön. Ja, die warten noch ganz, ganz brav auf ihr Essen. 17 Uhr, ein Stündchen habe ich noch, das schaffen wir noch. Ich muss sie nur hinstellen. Ob die dann noch essen, ist mir egal. Das ist nicht mein Problem. Nee, das ist nicht mein Problem. So. Bitteschön, hau das weg. Ja, 40 Münzen kriegst du dafür, nur für das andere habe ich 78 bekommen. Bringt schon mehr, klar. Aber gut, drei Zutaten, dauert länger. Ist ja logisch. Jetzt haben wir 351 Münzen. Ja, da kriegen wir doch bestimmt irgendwas. Ich kann noch mal rausgucken. Vielleicht haben die Läden noch offen. Ah, die haben schon zu. Und der Tischler wird garantiert auch zu haben, ne? Ja, naja. Außer Samstag und Sonntag. Okay, außer Samstag, Sonntag, Sonntag hat er nicht auf. Ich glaube, mir die Kollegin hier, ich glaube, die hatte auf. Sonntags? Ich meine ja. Hat der Teufel eigentlich irgendwas zum Verkaufen? Nö. Und guck mal, hier ist der Ahornsirup drauf. Habe ich denen eigentlich schon mal was verkauft? Also verkaufe ich das dann? Oder ist das irgendwie... Geht's dann irgendwie voran? Ich kann das ja mal machen. Oder kriege ich dafür Geld? So, 350 habe ich jetzt. Oder steige ich dann in seine Gunst oder wie oder was? Ne, 366. Ne, ich verkaufe es einfach nur. Jetzt habe ich aber gar nicht drauf geachtet, wie viele Münzen das waren. So, komm noch einmal rein. Nochmal zum Gucken. So, 66 auf 81. 15 Münzen. Ist ganz okay. Ist okay, finde ich. Kann man mal machen. So, ab in die Haier. Halt. Erst den Abwasch. Und dann in die Haier. Und dann brauche ich mehr Lagerfläche hier. Ne? Ich brauche aber eigentlich auch mehr Platz. Das ist mein Problem. Ich brauche dieses Holz. Ich brauche eigentlich eine bessere Spitzhacke. Eigentlich, ich brauche alles. Alles. Und das ist alles auf einmal. Am besten alles auf einmal. Alles jetzt. Haben, haben, haben. Schnell, schnell, schnell. So, ein neuer Tag. Herrlich, herrlich, herrlich. So, da werde ich nachher gleich mal gucken, wenn die Laden aufmachen, was die Tolles verkaufen, gerade eher da hinten. Da muss ich mal schauen, dass ich da weiterkomme. Also ich muss irgendwie neue Werkzeuge bekommen und ich werde Metall schmelzen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass ich erst Metall schmelzen können muss, damit ich dann auch neue Werkzeuge bekomme. Herstellen kann ich sie nicht. Guck mal, das ist nämlich, glaube ich, mein Ofen, ne? Ja, das muss ich mal herstellen. Was das hier ist? Keine Ahnung. So sieht das bei mir nicht aus. So sieht das doch bei mir aus. Das Ding hätte ich gern zweiten. Das wäre gut. Ja, was ist das eigentlich hier? Das ist die Spüldingsbums. Soll das eine Arbeitsplatte sein? Könnte sein. Ich vermute mal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das Spiel aufspielt, was das ist. Und vielleicht auch, wie komme ich an Metall ran? Ob ich in der Story voranschreiten muss? Ich denke mal, ja. Getreidemühle kriege ich beim nächsten Fortschritt. Das ist mein Dings. Das sind die ganzen Charaktere, meine Gerichte. Werkzeuge, Ahornsirup gewinnen. Verdampfer, Herstellung von Ahornsirup. Ah, der Verdampfer stellt Ahornsirup her. Alles klar, dafür ist der. Das ist ein Verdampfer. Ja, den brauchst du ja nichts. Arbeitsstatt ist schon fortgeschritten. Ne? Okay. Ja, ich weiß, wie das geht. Gut, ja, diese Folge geht's weiter. Wollen wir mal schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Dass was Neues passiert. Was Neues zum Bauen kriegen. Wie gesagt, ich brauche ein neues Werkzeug. Damit ich die anderen Bäume umkloppen kann. Da wird das andere Holz drin sein. Dafür muss ich wahrscheinlich mal Erze schmelzen können. Ja, aber alles nächste Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.